Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Anlässlich des bald erscheinenden Kinofilms Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Endlich, der dritte Teil kommt ins Kino, freue mich schon wie Bolle. Ja, da dachte ich, hau ich mal ein passendes Let's Play raus und zwar Lego Der Hobbit. Lego Der Hobbit basiert auf den ersten beiden Filmen der Hobbit-Trilogie. Mein Ziel ist es also, pünktlich bis zum 11.12. das Spiel durchzudaddeln, damit wir mit aufgefrischter Story in die Kinos gehen können. Also machen wir uns auf in ein spannendes und mit sehr viel Liebe zum Detail erzähltes Abenteuer. Los geht's! Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal, friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror. Den König unter dem Berge, den mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Mein Lehnsherr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Tief hinein in den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Erstmal hier ein paar Münzen sammeln. Brauchen wir nachher noch genug, so wie in allen anderen Lego-Spielen auch. Oh. Figuren zu kaufen. Genau, richtig so hier. Ey, verbeugt euch. Ich glaub's aber. Hier ist noch alles gut. Was ist da hinten? Sieht aus wie so ein Vogelnest. Okay, cool. So. Den haben wir hier noch im Schlepptau. Thorin Jung und Zwergenwache. Okay. Ja. Was so das Schöne ist hier bei dem Spiel, ist das erste Mal, dass auch die Original-Synchronstimmen genutzt wurden, was bisher bei allen anderen Lego-Spielen nicht der Fall war. Also es war auch eh erst spät, dass die Figuren haben angefangen zu sprechen, davon abgesehen. Ich glaube, mit Lego Batman 2 hat es angefangen, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir jetzt nicht 200% sicher. Ich meine, vorher, das fand ich auch sehr unterhaltsam. Gut, das ist kaputt. Was müssen wir hier machen? Wieso Kreis und warum? Ach so. Genau. Mit Kreis, da bauen wir hier erstmal ein bisschen zusammen. Für das, was wir brauchen. Alle Münzen mitnehmen, die wir können.
Damit wir dann hier auch das komplette Level, beziehungsweise nicht komplette Level, sondern diesen Goldstatus bekommen und dann auch einen goldenen Block. So, was sagt die Tafel? Halte Dreieck gedrückt, um das Spielrad aufzurufen und wähle dann... Okay... Ach, ihn hier mit dem Hammer soll ich auswählen. Dreien, genau. So, dann nehmen wir ihn mal. Und auf geht's. Einmal schön draufkloppen, genau. Mechanismus freigeschaltet. Und weiter geht's. Achso, das Spiel, was wir hier spielen, das ist jetzt natürlich auf der PlayStation 4. Also grafisch ist es sehr schön gemacht. Also viel Liebe zum Detail. Und wirklich schön ist es halt auch, dass die Original-Synchronstimmen dabei sind. Das freut mich natürlich umso mehr. Und da ist auch dann halt der Spielereffekt nochmal doppelt so hoch, würde ich jetzt sagen. So empfinde ich es jedenfalls bei mir. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. So. Das nimmt natürlich hier alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Mit dem ganzen Zerkloppen. Aber wenn, dann wollen wir halt schon das Level so abschließen, dass wir so viel Münzen gesammelt haben, dass wir auch den goldenen Block bekommen. Dafür, dass wir da oben die Leiste voll gemacht haben. So, hier geht's weiter. Was wäre noch zu erzählen zu dem Spiel? Ja. Okay. Was zu sagen wäre, ist, was ich schon am Anfang gesagt habe. Es sind ja die ersten zwei Filme sind hier in diesem Spiel verewigt. Der dritte Film soll später als DLC dazukommen. Werde ich mir dann natürlich holen und werde ich dann auch nochmal extra starten. Kann ich ja natürlich nicht. Brauche ich bestimmt irgendwas Bestimmtes hier. Okay, dann gehen wir weiter. Hier erstmal alles schön kaputt machen. Ist jetzt natürlich etwas langweilig. So, komm her. Aber wie gesagt, also ich hätte schon gerne, dass wir es so haben, beziehungsweise, dass ich wirklich diese Level mit so viel wie möglich gesammelten Münzen abschließen kann. Weil ich finde, das gehört schon dazu zu diesem Videospiel. Das auf alle Fälle. Das hier noch kaputt machen. Na, gehst du mal? Na, genau. Springen wir einfach mal. Okay. Gut. Hä? Kreis. Mach ich doch. Achso. Na! Blödsinn. Kreis. Na. Ja. Jetzt kommst du gleich an seinen Platz wieder. So, einmal aufnehmen. Und genau, mit Quadrat ziehen wir halt und gegenwerten. So. Ja, erstmal schön futtern, ist klar. Lasst euch schmecken, solange wir hier durch können. Alles kein Problem. Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels, in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen. Ja, das ist wohl wahr. Hier war einiges an Gold. So. Ja, bringt mir wohl nichts. Verdammt. Machen wir erstmal alles kaputt.
mal wieder das alte Prinzip. Vielleicht entdecken wir mal hier irgendwas Verstecktes. Irgendwelche Kids oder so. Ich weiß ja nicht, wie man es hier jetzt nennt. Ja. Wozu habe ich das jetzt gebaut? Muss ich das verstehen? Nein. Okay. So. Hier noch irgendwas? Nö. Das hier noch. So. Das hier einsammeln, das lassen wir mal. Dann einmal. Na, hängst du dich dran? Geh doch. Genau, einmal wechsel dich. So, und er ist hier noch dran. Und dann haben wir es. Und weiter geht's. Läuft weg. Hier sind wir eigentlich schon. Sind wir hier in die. Ne, die Schmiede ist größer. Aber da oben schmieden sie auch. Ja. Das dürfte er ja dann sein. Genau. Da haben wir es. Genau, das meine ich. Das ist so eine Art Kit oder wie man das nennt. Okay, hier haben wir Dinge zum Einsammeln, wie es aussieht. Genau, Holz. Versuchen wir hier alles mal ein bisschen schneller zu machen. Damit wir hier ein Stückchen vorwärts kommen. Das. Hier das alles einsammeln. Ja, gut, fair. Ich glaube, sie wollen. So. Achso, das Schildchen. Was sagt mir das hier eigentlich? Sagt mir gar nichts. Doch, jetzt. Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in Lego-Gegenständen findest, nützliche Dinge schmieden. Okay. Werden wir bestimmt auch gleich gebrauchen können. Nicht umsonst ist wahrscheinlich dieser Tipp. Deswegen alles, was hier gerade... Was? Drücke Kreis, um durch kleine Lego-Luken zu kriechen. Ja, das machen wir gleich. Erstmal sammeln wir das hier mal noch schnell ein. Und Kreis. Eigentlich so klein brauchen sie sich doch nicht mehr machen, oder? Sind doch nun schon Zwerge. Hier pennt. Drücke Kreis, um Kurven zu verwenden. Ja. Eigentlich auch so das typische mehrmals drücken. War in den anderen Spielen bisher eigentlich auch so, dass man Kreis gedrückt hat. Was hat's jetzt? Ah. Haben wir jetzt Goldbahn gemacht oder wie? Genau, will ich haben. Läuft. So. Habe ich das kaputt gemacht? Machen wir das kaputt. Dann kriegen wir wenigstens hier noch ein paar Münzen. Hier springt. Nee, hier springt sogar kein Holzbär raus. Schade. Aber hier. Das hier alles schön einsammeln. Hier das noch. Ich sag mal, wer ein bisschen... Okay. Ach.
Kann man machen. Wer schlechte Laune hat, geht einfach in die Welt rein und zerdeppert einfach alles. Überall draufklopfen am besten. Jo, mit so einem Typen. Schön mit dem Hammer. Hä, was macht er denn? Was war das denn? Hat er sich gerade die Ohren zugehalten oder was? Muss ich nicht verstehen. Hier ist auf alle Fälle noch was zum Einsammeln. Die kloppen sich da auch nah zurecht. Aber macht man. Schöner Rhythmus. Okay. So. Hier. Das noch. Und dann haben wir soweit alles. Ich muss irgendwas schmieden. So. Kreis. Verwende gesammelte Lego-Rohstoffe, um etwas Neues herzustellen. Drücke links, rechts, um die benötigten Lego-Rohstoffe auszuwählen und drücke X, um sie zu verwenden. Ah, okay, alles klar. Gut, also das Gold war schon mal nicht umsonst. Das brauchen wir. Wir brauchen die roten Rubinen, was auch immer, Edelsteine wahrscheinlich. Irgendwas Blaues, irgendwas Grünes und noch weiße Edelsteine. So, und jetzt? Drücke. Wenn du das Leuchten siehst, um den Schmiedring aufzufüllen. Okay. Jetzt. Muss ich da irgendwas abpassen? Eigentlich nicht, ne? So, Hammer. Hey! Die Fertigkeiten der Zwerge suchten ihresgleichen. Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Ja, das sieht man schön bunt. Aber noch größer haben wir ging nicht, oder? Aber ja. Yay, Edelsteine.